Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit TSW4 und diesmal nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch bei DTG sind wir heute unterwegs und da habe ich meine Community gefragt, was ihr denn gerne oder was die denn gerne sehen möchten und woran ich alle anderen natürlich auch teilhaben möchte und da wurde sich für zwei Sachen entschieden, einmal die 101, also die Class 101, dazu kommen wir aber in der zweiten Folge oder in zweiten Stream in diesem Fall, bei DTG wird das ja als Stream gemacht. Jetzt gehen wir erstmal auf die Semmeringbahn und dort wurde sich gewünscht, dass ich die Fahrplanfahrt mit der Baureihe 103 mit euch zusammen hier erlebe. Eine Stunde, drei Minuten soll das Ganze gehen, 70 Minuten habe ich für das Video, deswegen muss ich auch ein bisschen Attacke machen, dass wir vorwärts kommen. Und dann fahren wir mit der 103 den Sonderzug hier über die Semmeringbahn. Semmeringbahn, das ist ja eine von den Strecken, die ich jetzt besonders lieb gewonnen habe, wobei ich München-Rosenheim immer noch weiter vorne sehe, Dresden-Riesa bei mir von den deutschen Strecken immer noch auf Platz 1, wegen der Vielfalt und die München-Rosenheim, die kommt dann einfach nur, weil dort ganz, ganz, ganz viel Abwechslung von den Fahrzeugen her besteht, was halt einfach aber daran liegt, Semmeringbahn ist die zweite Strecke, die in Österreich ihr Zuhause hat und da haben wir natürlich noch nicht so viel Zugmaterial, welches in Österreich gefahren werden kann. Fahren Sie diesen Passagierzug nach Mürzzuschlag und nach Wiener Neustadt Bahnhof. So, wir rüsten erstmal auf die Kiste. Das heißt, Richtungswende rein. Jetzt muss ich hier wieder suchen, weil ich die Kiste nämlich schon wieder lange nicht gefahren bin. Zugspitze, ist die jetzt an oder aus? Die ist aus. Die müssen wir, glaube ich, hier hinten noch anstellen. Muss ich gleich mal gucken. Wir entriegeln erstmal die Türen. Was haltet ihr davon? Dann sind wir erstmal beschäftigt. Dann Führerbremsventil mal aufsperren. Dann wollen wir die direkte Bremse anwenden. Die dynamische Bremse ist gelöst. Führerbremsventil ist auch gelöst. Und dann muss ich jetzt mal gucken hier mit der Zugspitze. Ne, die ist ein. Die ist untere Signalleuchte, obere Signalleuchte. Ist alles ein. Okay, dann bin ich wieder durcheinander. Das ist, wenn ich die Fahrzeuge immer lange nicht mehr gefahren bin, dann suche ich immer wie so ein Depp. In diesem Fall habe ich sie gefunden. Und dann sollen wir bis 54 warten. Wo halten wir denn unterwegs an? Wir fahren direkt durch bis Wiener Neustadt. Okay, dann haben wir ja gar nicht so viel zu tun. Signalkunde können wir hier gerade mal ein bisschen machen, wenn wir hier gerade so stehen. Für alle von euch, die auf Österreich noch nicht so viel unterwegs sind und die Signale hier noch nicht so gut kennen, dieses Signal hier vorne, das ist für uns jetzt ein wichtiges Signal, weil das ist ein Signalnachahmer nennt sich das Ganze in Österreich und der gelbe Kasten sagt uns, dass dort dieser Magnet hier unten aktiv ist. Das heißt, den müssen wir gleich beim Losfahren quittieren, genau so rum. Und quittieren heißt für uns, wir müssen natürlich auch die PZB und die SIFA anmachen. Also die SIFA nicht unbedingt, aber die PZB sollte schon an sein, sonst ist nämlich nichts zum Quittieren. Dann machen wir mal die Helligkeit hier ein bisschen höher, dass wir die Leuchtmelder besser sehen. Da seht ihr, obere Zugart, die LZB ist betriebsbereit. Dann können wir die Türen eigentlich anfangen zu verriegeln. So, der Signalnachahmer sagt uns, dass wir jetzt eine 60er Ausfahrt haben, beziehungsweise eine langsam fahrende Ausfahrt. Na? Was hast du für ein Problem? So. Seid ihr bereit? Ich bin es. War da ein schöner Taurus, Doppeltraktion, das wird ein Güterzug sein. Jawohl. Ein bisschen mehr Leistung geben hier, ne? Guckt, dass ihr mit der Leistung immer so ein bisschen in diesem mittleren Bereich da bleibt, also bei 20 kN. Ihr könnt natürlich auch mehr aufschalten. Aber, jetzt habe ich mich befreit. Wir kriegen jetzt eine neue Zugbeeinflussung. Ja, sollten eine neue Zugbeeinflussung bekommen. Jetzt ist das Ding auch sehr laut wieder, ne? Ich vergesse das immer, dass das Ding ja doch relativ laut sein kann. Muss ich mal hier ein bisschen runterdrehen, damit ich überhaupt richtig zu verstehen bin. Und dann würde ich sagen, geht es erstmal gemütlich raus hier. Und möchte ich nochmal an der Stelle ganz besonders die Zuschauer begrüßen, die mich noch nicht kennen, die jetzt bei DTG eingeschaltet haben. Ich bin der Ramagani. Ich bin, ich werde zum 7. Mal 29 Jahre alt. Ich feiere schon seit 7 Jahren nur noch Jubiläum oder 6 Jahre. Dieses Jahr, das 7. Jahr, feiere ich nur noch Jubiläum. Ich werde nicht älter. Habe harte Rückenprobleme und werde alt. Ja. Muss man sagen. Ne, ihr könnt bei mir auf dem Kanal gerne vorbeischauen. Einfach mal Ramagani oben in die Suchleiste eingeben. Und dann freue ich mich über ganz, ganz viele neue Gesichter auf meinem Kanal. 771 Folgen habe ich aktuell online, zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video hier aufgenommen wird. Von Trains and World 110 Livestreams haben wir gemacht. Und natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Spiele bei mir auf dem Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. So, jetzt habe ich genug Eigenwerbung gemacht.
und mir jetzt zusammenreißen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie noch Werbung mache in Form von werdet Mitglied und bla und blub und tralala, weil das ist ja nicht nur bei mir auf dem Kanal, das Video. Das ist, aber ich bin auf jeden Fall im Chat mit dabei, wenn das Video hier läuft. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber jetzt machen wir mal hier ein bisschen Power. Und dann geht es jetzt erstmal die Alpen hoch Richtung Semmering. Tiefenentspannte Fahrt soll es hoffentlich werden. Die Fahrt mit der 101, die wird nicht ganz so tiefenentspannt. Die 101, die wurde sich extra gewünscht wegen der Gangschaltung, die in dem Fahrzeug verbaut ist. Jetzt muss ich mal in meiner TSW-Tracker-Liste hier gucken. Also es gibt den sogenannten TSW-Tracker, das kennen ja auch noch nicht alle. Weil wenn ihr nicht auf meinem Kanal unterwegs seid, da könnt ihr so ein bisschen euren Fortschritt begutachten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Semmeringbahn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hier schon eine kleine Rabattierung hat. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Am besten selber mal nachschauen, weil da wurde jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen. Was hab ich denn hier? Achso, da habe ich eine Notiz gemacht. Ah, ja, das wollte ich auch nochmal machen. Dann die Semmeringbahn, wenn ihr euch die holt, dann habt ihr erstmal eine sehr solide Strecke. Die zweite Strecke in Österreich, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Im Normalpreis kostet sie 36 Euro. Und dafür bekommt ihr 100 Collectibles, die ihr einsammeln könnt. Ihr habt 3 Achievements, wie auf jeder Strecke, 35 Journeyfahrten. Davon zieht ihr ab, bitte die Einführung zu den Fahrzeugen. Das müssten 3 Einführungen sein, wenn ich mich nicht irre. Und dann habt ihr 300, ich bin verrutscht, Semmeringbahn. 28 Journeys habt ihr, 5 Szenarien und 253 Fahrplanfahrten. Also ein mittlerer Umfang, aber die Strecke, die lohnt sich auf jeden Fall, finde ich zumindest, weil die Szenarien auch teilweise sehr interessant sind zu spielen. Die sind auf meinem Kanal, glaube ich, auch alle schon veröffentlicht worden. Ja? Ne, ein Szenario fehlt noch. Oder? Ne, das habe ich nicht über hochgeladen. Oh je, das ist, wenn man zu viel im Kopf hat. Ich sag euch das, Freunde. Also auf jeden Fall sollte zum Zeitpunkt, wenn dieses Video erscheint, wieder ganz, ganz viel Rabatt möglich sein. Zumindest auf dem PC, wie es auf PlayStation und Xbox ausschaut, müsst ihr mal nachschauen. Da muss ich an der Stelle auch gerade nochmal erwähnen, für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen. Ich besitze alle DLCs und alle Erweiterungen, die es gibt. Deswegen kann es sein, dass ihr bei mir Sachen seht, die ihr so nicht kennt. Gerade wenn ihr auf der Konsole oder auf den Old-Gen-Konsolen spielen solltet, dann kann es sein, dass das ein oder andere bei euch fehlt. Was einfach damit zu tun hat, dass die Old-Gen-Konsolen langsam an ihr Limit kommen. Aber wir werden zu schnell jetzt. Müssen wir mit den Fahrstufen ein bisschen arbeiten. Aber 2 zu schnell ist okay. So, und jetzt wieder Neustart, 44 Kilometer. Das ist natürlich Luftlinie. Luftlinie heißt, dass dieser gerade Schnitt hier 44 Kilometer sind. Bis wir da hochgefahren sind, ist natürlich ein bisschen mehr Zeit verlaufen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr Gas machen hier. Aber wir sind ja eine Sonderfahrt. Unsere Kollegen und Kolleginnen, die da hinten ja drinnen ihr Ticket gekauft haben und mitfahren, die wollen ja ruhig ein bisschen länger fahren. Kennen wir ja schon. Oh, ich habe den Signalnachahmer vorhin falsch gelesen. Mein Fehler. Mal dran denken, ich bin Lokführer in Deutschland. Also in Österreich kenne ich mich mit der Eisenbahn jetzt nicht so gut aus. Also ich weiß, dass selbe Spurweite, selbes Stromsystem, andere Signalsysteme, wobei ich das Signalsystem in Österreich eigentlich relativ simpel finde. Und auch die Signalnachahmer, die finde ich eigentlich ganz cool, dass es sowas gibt, nicht wie bei uns, dass durch das einfache Aufstellen eines neuen Vorsignales ein Vorsignalwiederholer geschaffen wird. Das finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Da finde ich das hier ein bisschen besser, wie es in Österreich ist. Jetzt muss ich mal ein bisschen spielen. Leistung raus. Und das Signal habe ich auch schon mehr als einmal vertauscht. Und habe gedacht, das wäre mein Signal, aber war es nicht. Das da ist unser Signal. Ich mag die Strecke. Allein schon deswegen. Wegen diesem wunderschönen Ausblick hier.
kurz Screenshot machen, dann habe ich mein Thumbnail nämlich schon. In meinem Kanal mache ich alles selber, außer die Grafiken, die habe ich mal machen lassen. Aber ansonsten ist auf meinem Kanal alles von mir selber erstellt. Auch das Intro habe ich selber gemacht. Die 103 ist hier auf der Strecke natürlich eine Herausforderung, weil wir eigentlich nichts haben, was den Zug überwacht. Wir müssen hier wirklich mal selber arbeiten. Das ist ja mit dem Taurus ein bisschen einfacher. Und auch mit der 446 ist es, glaube ich, oder 426. Leute, korrigiert mich. Weil da haben wir einen Tempomaten, da brauche ich eigentlich nicht viel arbeiten. Und der Lokführer, zumindest mal der deutsche Lokführer, der neigt zu Bequemheit. Der deutsche Lokführer läuft auch nicht. Früher stand ja mal im Regelwerk drin, denn der Lokführer hat sich immer so schnell zu bewegen, dass es für seine betrieblichen Aufgaben passend und angemessen ist. Also jetzt nicht so wortwörtlich, wie ich es gerade gesagt habe. Aber es gibt ja auch so Witze über Lokführer, wie zum Beispiel, wenn der Lokführer hinfällt, was meist das erste, was er macht, die Hände aus den Taschen. Und das zweite, er schaut sich um, dass jemand da ist, der ihn hochhebt. Das ist ja so ein bisschen mein Lebenskredo, dass man sich über sich selber auch gerne lustig machen darf. Das bringt ganz, ganz viel positive Vibes ins Leben, kann ich euch sagen. Da durfte ich in den letzten, gestern auch, also jetzt dieses, zum Zeitpunkt Aufnahme dieses Videos, einen Tag vorher, bin ich 4 Stunden lang hin und her gefahren, bis ich endlich mal eine Überweisung hatte, die richtig ausgefüllt war für meine Physiotherapie, die jetzt machen soll. Ich bin normalerweise ein sehr positiv aufgeladener Mensch, also der sich auch relativ schwer aus der Ruhe bringen lässt und auch sehr viel mit Humor nimmt, gerade wenn etwas schief läuft oder so. Da bin ich der Erste, der dann relativ schnell austickt. Aber gestern war ich kurz davor zu sagen, Leute, ne, es reicht. Aber so eine Situation gibt es immer wieder. Und da hilft es, wenn man so ein bisschen Selbstironie hat. Das hilft immer ganz gut. Sich selber nicht ganz so ernst nehmen. Ich bin kein Psychologe oder so, aber mir hilft das. Die Siefer hört man hier immer nicht so gut. Aber der ist die ganze Zeit ordentlich am Pumpen, ne? Ding ist laut, das ist laut. Gab es hier nicht irgendwo die Möglichkeit... Bravo-Schalter, den brauchen wir nicht. Hauptschalter an. Ich dachte, der Fahrmotorlüfter kann man eigentlich auch auf Automatik machen, oder? Der Luftkompressor, der muss ein sein. Ständig auf hoch. Ja, das wird wahrscheinlich sein, weil wir rufen ja die ganze Zeit Leistung ab, ne? Richtig entspannen kann die Lokomotive hier an der Stelle nicht. Was war das jetzt? Jetzt habe ich irgendwas nicht gesehen. War jetzt mein Fehler. Weil ich mich habe ablenken lassen. Das ist auch mal vorbildlich hier. Warten, bis die Bremsen wieder aufgeladen sind. Oder gefüllt, sagt man ja. Ein Fahrhebel soll ich auch mal auf 0 machen. Herzlich willkommen bei Rama. Hat eine Zwangsbremsung. So, aber kein Problem, am Berg anzufahren. Die 103, die hat auch sau viel Kraft, Leute. Mal den Trafo, sag ich, den Kompressor an. Oder Trafo-Schalter nennt sich es hier. Haben wir ein bisschen mehr Leistung in den niedrigeren Fahrstufen.
Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht über die 40 kommen, weil wir wechselblinken, 1000 Hertz ist aktiv. Wie gesagt, da habe ich einfach verpennt, irgendwas zu quittieren, Leute. Das ist mein Fehler gewesen, weil ich da abgelenkt war. Jetzt habt ihr aber gesehen, wie man es nicht macht. Da brauche ich ein bisschen mehr Leistung. Und die SIFA immer nicht vergessen. So, ich befreie mich mal aus dem Wechselblinken. Dass, wenn wir aus Versehen über 45 kommen, dass wir dann keine Zwangsbremse bekommen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Davon viel. Da sind die sogenannten Teelichter verbaut. Heute ist ja alles LED. LED, genau. So kann man ja wesentlich mehr sehen, wenn man so durch so einen Tunnel durchfährt. Vorne haben wir langsam Fahrt. Habe ich einfach vergessen, dass, oder das Signal nicht gesehen und entsprechend nicht quittiert. Das passiert. Passiert beim Spiel eh öfter als im realen Leben. Im realen Leben habe ich noch nicht so viele Zwangsbremsungen gekriegt in meinem Leben. Also insgesamt. 8 Jahre bin ich jetzt auf der Schiene. Oder das 9. Jahr jetzt sogar schon. 8 Jahre. Vielleicht 10 Zwangsbremsungen, die ich mir da eingefangen habe, wenn es hochkommt. Meistens wegen eigener Blödheit. Die lustigste war die mit der unteren Zugart. Ein bisschen krass, wenn man so gar nichts sieht im Tunnel. Man fährt ja quasi blind durch die Gegend. Kann ich den da eigentlich mal ausmachen? Brauche ich nicht mehr. Mal angefahren sind wir jetzt schon. Nicht zu schnell werden. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Meter haben wir eigentlich. 177, also runden wir auf 200. Kleiner Tipp. Rundet immer auf den nächsten 50er auf, dann kommt ihr mit den Hektometertafeln in Deutschland und in Österreich eigentlich relativ gut aus. Hier ist jetzt der anschließende Weichenbereich vorbei. Zeigt er uns oben schon 50 an, aber wir fahren die 200 Meter natürlich noch ab. Anschließend Weichenbereich ist ja in TSW auf den deutschen Strecken nicht ganz so gut dargestellt oder nicht so richtig dargestellt, was damit zusammenhängt, dass es in England anders ist. Wir brauchen gar kein Gas geben, geht ja bergab, ne? Auch nur gegenhalten.
Mal mit der dynamischen Bremse ein bisschen machen. Ich bin immer so ein bisschen hinübergerissen, was ich jetzt Thumbnail nehme für meine Videos. So, 12 Promille, geht's bergab, 14 Promille. Die E-Bremse schon ein bisschen mehr nehmen, jetzt haben wir schon bei 19 Promille. So, solange ihr oben immer so einen kleinen orangenen Streifen habt, ist immer alles in Ordnung. Für alle von euch, die sich übrigens wundern, dass ich hier oben diese ganzen Infos anhabe, da habe ich die Meinung zu, dass ich bei der echten Eisenbahn, in Deutschland zumindest, habe ich genau dieselben Angaben auch. Ich weiß immer, wie schnell ich fahre, weil ich vorne ein Tacho habe. Oben in der rechten Seite seht ihr Distanz und wo Signale kommen und Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die habe ich bei mir im Ebola auf den deutschen Strecken oder in Deutschland natürlich auch sichtbar. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als Cheating an oder so oder als ich bin zu blöd, ohne Hut zu fahren. Das mache ich einfach nur, weil es ja in der realen Eisenbahn auch einen Fahrplan gibt, in dem ich jedes Signal, jeden Bahnsteig und jede Geschwindigkeitsänderung, die an der Strecke stattfindet, nicht am Signal, das ist ganz wichtig, die kann ich dort ja auch sehen. Deswegen bin ich da moralisch ein bisschen flexibler, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das ist ja das Einzige, was sich hier eigentlich jeder für deutsche Strecken wünscht, ein Ebola. Gab es einen Entwickler, der Ebola, also der die Ebola für TSW angefangen hat zu erstellen, aber leider geht es da bei dem Projekt nicht weiter, sodass ihr auf dem Tablet dann hättet die Ebola, also das Ebola haben können. Ansonsten, es gibt ja zahlreiche Mods, wo ihr euch Ebolas runterladen könnt. Sind dann zwar sehr vereinfacht, aber gibt ja Leute, die sagen, besser als gar nichts. Kann man gleich die Bremse ein bisschen lösen. Haben wir da die 6 gehabt. Jetzt nehmen wir die nächste Hektometertafel. Die Abstände der Oberleitungsmasten, die könnt ihr auch so ein bisschen als Orientierung nehmen. Das sind immer ungefähr 50 Meter. Mal mehr, mal weniger. Jetzt waren wir bei 101. Bei 100. Die Masten vorher sagen mir, die 60 sind erreicht. Das heißt, wir können jetzt wieder ein bisschen rollen lassen. Hallo. Hab doch die Siefer gedrückt. Was willst du von mir? Und dann machen wir die dynamische wieder rein, wenn wir annähernd die 60 erreicht haben. Jetzt hören wir auch die Lok schön leise. Das liegt jetzt natürlich daran, dass die Lok jetzt aktuell nicht arbeiten muss. Aber wir haben nachher auch nochmal einen Hochgeschwindigkeitsbereich, wo wir die 160 mal ausfahren dürfen. Nur technisch gesehen ist es kein Problem, mit der 103 nach Österreich reinzufahren. Weil das Zugsicherungssystem in Form von PZB ist ja vorhanden. Oberleitung passt auch. 115 kV. 16,2 Hertz. Spurweite passt auch mit 1435 mm. Einzige, woran es scheitern würde, wäre wahrscheinlich die Zulassung der, Eisenbahnzulassungsbehörde Österreichs. Ich weiß nicht, wie die heißt. Aber bei uns nennt sich das das Eisenbahnbundesamt. In der Schweiz ist es die BAV. Bundesamt für... Keine Ahnung, weiß ich immer nicht. Müsste ich googeln. Aber irgendwas mit Bundesamt. Kann ich mal kurz gucken. BAV Schweiz. Bundesamt für Verkehr. So, haben wir das auch geklärt. Google ist was Schönes. Sehr schönes Szenario hier auf der Strecke ist das Wanderer aufsammeln. Das fand ich ganz cool.
Auch wenn es eigentlich real, also für mich zumindest nicht realistisch ist. Ich weiß aber nicht, ob sowas in Österreich tatsächlich gibt, ne? Kann ja, das ist ja das Problem. Ich bin ja in Deutschland Lokführer. Fahre auch ein bisschen in der Schweiz, aber irgendwie nur so ganz kleine Fetzen. Das heißt, so ein bisschen mit Schweiz kenne ich mich auch aus, aber kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Eisenbahn irgendwie Wanderer einsammelt, die unterwegs gestrandet sind. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Also ich kann ja nicht für Dinge sprechen, von denen ich keine Ahnung habe. Ist jetzt alles Tutti hier. Ah, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr bremsen. Ah, das hier ist einer der schönsten Tunnel hier in der Strecke. Der Galerie hier. Das ist so der Grund, warum ich so eine Strecke so gerne mag. Da bin ich ja bis heute immer noch in die Arosa-Linie ganz stark verliebt. Die dynamische Bremse macht das wunderbar. Was haben wir eigentlich an Tonnage? 388 Tonnen. Und wir haben 6 Wagen dran. Er zieht sich natürlich ein bisschen hier. Halt die Alpenstrecken oder beziehungsweise die Bergstrecken. Ist ja in Deutschland auch die ein oder andere, wo wir so langsam rumgurken. Unter anderem die Schwarzwaldbahn, die ich unheimlich gerne fahre. Ich mag die Schwarzwaldbahn. Also das ist so der Bereich, in dem ich mich in Deutschland bewege, der Südwesten. Mannheim ist so die Zentrale, von wo aus alles startet und dann geht es so bis an den Bodensee, bis in die Schweiz rein, Richtung Norden geht es für mich zumindest mal bis nach Kassel und Aachen. Und Richtung Osten ist so das östliche, glaube ich, was ich fahren dürfte, wäre Würzburg. Oh, und Richtung Westen, ins Saarland darf ich fahren. Habe ich gerade vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen meine Streckenkunde erneuert. Wunderschön hier entlang zu fahren. Liebe es, Leute.
Was so die Strecke an sich betrifft, finde ich das hier eine der gelungensten Strecken von der, also von der Optik her. Da gefällt mir die Bernina Linie auch unglaublich gut, wobei ich ja finde, dass von Rivet Games die Strecken an sich sehr gut sind. Bei der Rosa Linie kann man sich ein bisschen streiten, aber das war ja auch das Erstlingsprojekt. Diese Strecke hier ist ja nicht von Rivet Games, muss man dazu sagen. Aber trotzdem sehr, sehr schön ausgestaltet. Ich meine, wir reden ja hier bei TSW immer von Strecken, die ausgearbeitet werden. Das heißt, je nachdem wie lang die ist, ist es natürlich auch mal aufwendiger. Und das ist schon aufwendig. Also man muss ja 36 Kilometer zum Beispiel bei Bremen-Oldenburg ausstaffieren. Und die sind Bremen-Oldenburg ist auch so eine Strecke, die unheimlich schön ist. Leider ein bisschen kurz geraten. Aber viel Abwechslung ist auf der Strecke. Jetzt dürfen wir gleich mal ein bisschen schneller. Die 70, da auch wieder Hektometertafel, die erste, die uns begegnet. Die schauen wir uns an. Kann ich schon mal ein bisschen Leistung aufschalten. Ja, wobei, nee, lassen wir rollen. 13 Promille geht schon wieder bergab. So, da haben wir die 92. Das müsste jetzt 92,1 sein oder 91,9. Genau, 1 zurück. Wieder ein bisschen E-Bremse nehmen, erstmal noch. 70, wo war das Schild jetzt? Habe ich nicht gesehen. Jetzt hätten wir die 200 Meter abgefahren. Oben sagt er jetzt schon 70, das Schild habe ich aber gar nicht gesehen. Lass die E-Bremse immer so ein bisschen drin bei den älteren Lokomotiven, damit ihr direkt eine wirkende E-Bremse habt. Das ist bei den amerikanischen Lokomotiven mit der dynamischen Bremse genau dasselbe. Immer früh genug und vorausschauend einschalten. Das dauert immer seinen Moment, bis die dynamische Bremse bei den älteren Baureihen und bei den Amis hochgelaufen ist. Sind wir schon eine halbe Stunde unterwegs. Müssen wir eigentlich schon gleich in die vorletzte Schleife fahren. Das ist das halt, was sich auf diesen Strecken immer zieht, wenn wir so eine Dinger hier haben. Ne? Dann, also ihr werdet das gleich oben auch beobachten können. Zum Thema Luftlinie. Das ist die Entfernung zu Wiener Neustadt. Wenn wir diese Schleife hier gleich durchfahren haben, dann wird die wieder ein bisschen nach oben gehen. Dürfte aber nicht viel sein, maximal 2 Kilometer oder so. Schenken wir der Strecke mal kurz unsere Aufmerksamkeit. Ja, die Sonne steht auch sehr gut gerade. Ich muss meine Maus hier nochmal anders platzieren. Bewegt sich manchmal von selber, weil ich dann gegen das Kabel komme. Ich schwöre nämlich auf Kabelgeräte. Also aktuell benutze ich eine WLAN-Tastatur. Das hat damit zu tun, dass ich teilweise im Stehen aufnehme. Aber im Allgemeinen versuche ich möglichst auf so Bluetooth-Geräte zu verzichten. Jetzt können wir die E-Bremse mal komplett auslösen. Für den Moment. Jetzt haben wir die vorletzte Schleife umfahren.
geht es diesen Teil hier noch hoch? Beziehungsweise runter? Bin ich mir immer nicht so sicher. Streckenkunde und so. Ganz wichtiges Thema. Aber bis jetzt eine relativ entspannte Fahrt. Jetzt wieder bergab. Also hier ganz viel mit der dynamischen Bremse. Einfach so ein bisschen spielen, dass ihr die Geschwindigkeit gerade so haltet. Das funktioniert mit den Fahrstufen andersrum genauso, wenn ihr Gas gebt. Einfach mit den Fahrstufen immer so ein bisschen spielen, dass ihr auf der Geschwindigkeit quasi bleibt. Wenn ihr mal ein km/h drüber seid, dann ist das nicht schlimm. Bei der echten Eisenbahn ist das auch nicht so wild, mal einen km/h drüber zu sein. Sollte nur nicht zu viel werden. Gerade die Vectron, die ist in der Realität sehr anfällig für Geschwindigkeitsüberschreitung, wenn man vergessen hat, das Zuggewicht einzugeben. Erlebt man ganz oft, dass Lokführer einem den Zug bringen und das Zuggewicht haben vergessen einzustellen. Das ist mir aber auch schon passiert. Also ich vergesse das auch hin und wieder, das Zuggewicht einzugeben. Ist jetzt erstmal betrieblich überhaupt gar nicht so relevant. Aber es macht halt die Arbeit einfacher, wenn man mit AFB fährt, das Zuggewicht einzugeben, weil die Lokomotive dann besser ausrechnen kann, was für eine Bremskurve oder was, also wie die Bremskurve gehalten werden sollte, um den Zug sicher zum Stehen zu bekommen. Weil theoretisch könnt ihr mit der LZB und der AFB in Deutschland vollautomatisiert fahren. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist, wenn der Zug einmal in der LZB bis zum Stillstand gebremst hat, dann muss der Fahrhebel einmal auf Null gestellt werden und dann wieder Gas gegeben werden. Aber ansonsten wäre die LZB theoretisch in der Lage, einen vollautomatischen Betrieb zu gewährleisten. Und die LZB kann technisch gesehen sogar noch wesentlich mehr, als wir es jetzt hier aus den Spielen kennen oder aus der Realität kennen. Das wurde nur nie umgesetzt. Und dadurch, dass ja ETCS das Zugsicherungssystem der Europäer werden soll, wird an der LZB natürlich auch nichts mehr gemacht. Die ersten ETCS-Strecken in Deutschland sind ja jetzt inzwischen auch schon aktiv. Unter anderem die VDE 8 zwischen München und Berlin und die VDE 8, so VDEF sag ich schon, VDEF ist eine Eisenbahnfachschule. Die Wendlingen-Ulm müsste meines Wissens nach auch ETCS haben. Zwischen Darmstadt und Mannheim ist, glaube ich, auf der Bergstraße ETCS aktiv ab Ende des Jahres. Und die Rheintalbahn von Mannheim bis nach Basel, beziehungsweise erstmal nur von Rastatt bis nach Basel, wird jetzt auch mit ETCS ausgerüstet. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon die ersten Lehrgänge zu ETCS als Lokführer, die anstehen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das mit ETCS funktioniert. Meine deutsche Lokführer, der hat es ja eh schon ein bisschen schwieriger als der andere europäische Lokführer, weil bei uns ja mehrere Signalsysteme auch schon verbaut sind. AL-Signale, HV-Signale, KS-Signale. Und die Formsignale haben wir auch noch teilweise in Bahnhöfen stehen. Wobei jetzt die KS, HV und die Formsignale eine relativ einfache Sache ist. Die HL-Signale, die sind schon ein bisschen schwieriger, aber auch nicht unmachbar. Also ich habe die jetzt tatsächlich mit TSW so richtig schön gelernt. Muss ich mal meinen Chef fragen, ob ich jetzt in den Osten fahren dürfte. Aber inzwischen muss dafür eine eigene Prüfung abgelegt werden. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es das noch nicht. Da war es mit in der Ausbildung enthalten, zumindest beim Eisenbahner im Betriebsdienst. Ich bin ja kein Quereinsteiger. Soll jetzt aber auch nicht heißen, dass Quereinsteiger negativ zu bewerten sind. Jetzt sollten wir die letzte Kurve gleich fahren. Jetzt seht ihr oben auch, wir hatten vorhin mal kurz 30 Kilometer nur bis Wiener Neustadt. Jetzt sind es 31. Aber wenn wir gleich den letzten Rest da oben geschafft haben, dann können wir auch mal Vollgas machen. Und die 103 mal so richtig schön frei durchpusten. Da braucht der Altbau. Wenn ihr übrigens mal 103er sehen wollt, kann ich euch Koblenz das DB-Museum empfehlen. Dort stehen einige rum, unter anderem einer der Prototypen, an dem wir hier an der Seite nur einen silbernen Gitterstreifen haben. Keine zwei, wie es bei den Serienmodellen nachher der Fall war.
Da laufe ich ja hin und wieder mal durch, wenn ich in Koblenz Züge übergebe. Durchs DB-Museum. Da bestelle ich mir auch gerne mal mein Taxi hin. Ah, alle Vorabprüfungen. Wunderbar. Jetzt wird es Step by Step schneller. Da vorne schon die 80. Das hier ist die letzte Kurve. Und jetzt fahren wir gleich quasi schnurstracks auf Wiener Neustadt zu. Ich dachte immer, Wiener Neustadt wäre irgendwie so ein Stadtteil von Wien oder ein Bezirk von Wien. Aber ich habe gelernt, dass Wiener Neustadt ein eigenes Städtchen, Dorf ist. Ich würde mich da gerne in den Kommentaren korrigieren. Ich habe in Österreich echt noch nicht viel Berührungspunkte gehabt, außer dass ich über den Brenner nach Italien gefahren bin mit der Eisenbahn. Also ich selber nicht, sondern das noch als Fahrgast und da war ich auch noch ganz, ganz weit weg von der Eisenbahn. Da war noch nicht mal annähernd die Idee gewachsen bei mir im Kopf, dass ich irgendwann mal Lokführer bin. War, als ich nach Italien umgezogen bin, da bin ich dann mit dem Zug über den Brenner nach Florenz gereist und als ich nachher nach 2 Jahren wieder aus Italien zurück nach Deutschland gezogen bin, da bin ich dann auch wieder über den Brenner. Also ich habe quasi noch nie österreichischen Boden betreten. Ist aber auf jeden Fall für die Zukunft noch geplant, wenn das Kind ein bisschen größer ist. Wien wird auf jeden Fall besucht werden. Ansonsten bin ich ja leider nicht so der Typ für Alpen, also für die Alpenrepubliken. Weil ich mit Schnee ist ganz schön, wenn er mal eine Woche hier liegt. Ist das okay für mich, aber ansonsten bin ich nicht so der Typ. Ich sage immer, alles unter 25 Grad ist für mich keine Wohlfühltemperatur. Ich bin eher der Typ kurze Hose, Flipflops, Strand, kaltes Bier und eine schöne Runde Volleyball. Das mache ich im Urlaub immer. Immer wenn wir an den Strand fahren, Volleyball. Also machen ja oft auf Fuerteventura Urlaub. Da hat meine Schwiegereltern, die haben dort ein Häuschen, in dem die wohnen. Dort sind wir dann natürlich immer zu Besuch. Und da fahren wir dann immer runter an den Strand. Und da gibt es ein Volleyballfeld, da sind auch 2 Hotels, wo überwiegend Deutsche drin sind. Mit denen kann man dann immer ganz gut zusammen Volleyball spielen. Aber dieses Jahr werden Fahrräder gemietet. Also wir machen, glaube ich, sogar eine Woche All-Inclusive und eine Woche sind wir bei den Schwiegereltern. Weil meine Frau auch mal den Süden der Insel sehen will. Ah, eine Woche All-Inclusive haben wir lange nicht mehr gemacht. 2021 waren wir das letzte Mal im All-Inclusive-Urlaub. Normalerweise machen wir das jedes Jahr, aber irgendwie die letzten 2 Jahre hat das nicht so ganz geklappt. All-Inclusive-Urlaub ist immer der Urlaub, den wir immer machen, weil wir wissen, wir haben dann wirklich 2 oder im Idealfall 3 Wochen. Also im Normalfall versuchen wir immer 3 Wochen All-Inclusive zu machen, weil wir dann wirklich mal gar nichts machen brauchen. Weil für Essen ist gesorgt, für Getränke ist gesorgt. Wir brauchen uns um nichts Sorgen machen. Ich würde ja sagen, ich kann dann ausschlafen, aber das ist leider nicht so, weil meine Frau darauf besteht, dass ich morgens zum Frühstück mit runtergehe. Ich habe etwas noch gar nicht gemacht in dieser Folge. Die sogenannte Mr. Zero Gedächtnishupe. Redet natürlich von einem Makrofon bei der Eisenbahn. Regt mich schon immer auf, wenn einer irgendwo hinschreibt, der Pantograph, der falsche Pantograph zum Beispiel, ist gehoben. Ja, damit ist der Stromabnehmer gemeint und dann da kriege ich schon immer ein zu viel, weil das ist ein Stromabnehmer, kein Pantograph. Wir sind hier nicht bei der Straßenbahn. Bei mir auf dem Kanal wird sich ja auch immer ganz stark über Straßenbahner lustig gemacht, aber das ist bei der Eisenbahn allgemein so, obwohl ich vor den Straßenbahnfahrern mehr Respekt habe, weil die es dann doch ein bisschen schwieriger haben. Also jetzt das Fahren an sich ist dort nicht schwieriger, aber die Konzentration ist bei denen auf jeden Fall eine wesentlich höhere, die dort an den Tag gelegt werden muss, weil die halt auch auf, also sich den Fahrweg mit anderen Verkehrsteilnehmern teilen, Fußgängern, Radfahrern, Autos, und deswegen müssen die wesentlich aufmerksamer sein. Deswegen habe ich da schon Respekt, aber so aus Spaß sagen wir halt immer, alles was ein Blinker hat, hat nichts mit der Eisenbahn zu tun. Was so auch nicht richtig ist, weil gerade bei uns hier im Rhein-Neckar-Kreis
wer dort zu Hause ist, der weiß ja, die RNV, die fährt ja hier auf einem der größten Straßenbahnnetze der Welt durch die Gegend und da wird ja teilweise auch nach Eisenbahnbau und Betriebsordnung gefahren, also nach den Gesetzesregelungen, die wir bei der Eisenbahn auch haben. Da sind die nicht die einzigen. Die Kassel, in Kassel gibt es auch teilweise Straßenbahnen, die auf den DB-Schienen mitfahren. In Karlsruhe, Karlsruher Modell, ist ganz klar. Brauche ich auch keinem zu erzählen. Da wird natürlich auch nach Eisenbahnbau und Betriebsordnung gefahren. Teilweise. Weiß gar nicht, gibt es noch sonst noch Systeme, wo das gemacht wird, außer Kassel und Karlsruhe? Ich glaube nicht. Bei der Saarbahn war es mal geplant, aber die Saarbahn ist ja irgendwie nie über ihre eine Linie hinausgekommen. 76,8, 76,7. Also noch zwei Tafeln. Dann können wir jetzt auslösen. Und dann dürfen wir jetzt gleich die 150 mal ausprobieren. Für mich als Güterzug-Lokführer heißt das wieder Nasenbluten. Jetzt wird er wieder lauter, Kollege. Weil jetzt machen wir volle Pulle. Ah, ein bisschen weniger Fahrstufen. Müsst so ein bisschen aufpassen, ne? Hier bei den, beim Anziehen, ne? Dass ihr wirklich da nicht so unbedingt bis 40, 50 ist schon eigentlich kritisch, weil dann kann es passieren, dass der Hauptschalter euch rausfliegt. Aber das hört ihr dann auch bei der Maschine. Da hört sich der Hauptschalter noch an wie ein Hauptschalter. Bei der 185 hört man das auch noch ganz gut. Beim Vectron, wenn man da auf dem Führerstand 2 sitzt, dann hört man den Hauptschalter schon gar nicht mehr. Und jetzt regeln wir die Geschwindigkeit eigentlich nur noch über die Fahrstufen ein. Aber immer noch 7 Promille Gefälle. Jetzt kommen die kleinen Mikrorockler. Das ist ja mal erklärt worden von Matt in einem Stream, warum das so ist. Liegt daran, dass die Karten in Quadrate aufgebaut sind und wenn man ein Quadrat verlässt, wird hinten dran das nächste Quadrat geladen. Liegt an der Engine. Und bei höheren Geschwindigkeiten braucht er halt einen Moment länger, bis weit genug vorausgeladen ist. Gerade wenn viel Szenerie verbaut ist. Und halt erwarten. Direkt ins Wechselblinken gegangen. Ist das schon unser Hauptsignal? Nein. Nein, ist es noch nicht. Also lösen wir erstmal wieder aus. Lass ein bisschen rollen. Vielleicht kommt ja noch ein Nachahmer. Aber ansonsten kommen wir zumindest pünktlich zum Stehen. Was man natürlich auch mal machen kann, ist hier kurz reingucken. Was fährt da überhaupt? Fährt da überhaupt irgendetwas vor uns? Da sehen wir, da ist irgendwo eine Eisenbahn aktuell vor uns. Wie gesagt, wir sind ja mit einem leichten Zug unterwegs. Bremsen kann der Zug auch. Warten wir, bis wir den Signalbegriff vorne wieder erkennen können. Trotzdem nochmal auf unter 45 bremsen. Also 65 würde eigentlich auch gehen, weil wir in der oberen Zugart unterwegs sind. Ich weiß jetzt aber nicht, wie sich das mit dem Wechselblinken da unten verhält. Aber normalerweise haben wir in Österreich keine 500 Hertz Magneten, die uns dann ausbremsen.
Ah, das Signal ist grün, das nächste ist noch rot. Heißt, wir können weiter rollen lassen. Jetzt dachte ich natürlich fliegen lassen, aber das war ein Schuss in den Ofen, würde Team Rocket jetzt so schön sagen. So, jetzt luschern wir mal kurz. Was haben wir denn da vor uns zu fahren? Da fährt eine Regionalbahn. Die macht uns erst kurz vor Wien-Neustadt Platz. Das heißt, wir laufen der jetzt ein bisschen hinterher. Oh je, ich habe gerade eine. Ah ja. Lassen wir mal. Was ist jetzt los? War da was? Was war denn da jetzt? Ein Nachahmer, den ich nicht quittiert habe. Okay. Der war mit gelbem Kästchen. Also ich zeige es euch nochmal. Wir müssen ja eh warten, bis die Bremsen aufgeladen sind. Da haben wir einen Nachahmer. Der hat einen gelben Rahmen und einen gelben Rahmen hätte für uns gehießen, wir müssen quittieren. Habe ich nicht gemacht. Mein Fehler. Eindeutig mein Fehler. So, 5 Bar haben wir. Aber dann kann der Zug vorne dran ein bisschen wegkommen. Das ist ja für uns ganz praktisch. Die Zeit wird auch langsam knapp. Ich hoffe, das wird noch was. War 1 Stunde 3 Minuten, war auch sehr optimistisch. Haben wir ausgewählt. Das müssen wir im Moment rollen lassen. Weil wir im Wechselblinken sind. Der 1000 Hertz ist auch noch aktiv, das heißt, bei 45 würden wir eine Zwangsbremsung kassieren. Und als guter Lokführer bleibt man immer 5 km/h unter der geprüften Geschwindigkeit. Da wir eh noch nicht das Signal da vorne sehen können, ich erkenne es zumindest noch nicht, vielleicht erkennt ihr es schon. Aber das sieht für mich aus, als wäre dort Fahrt. Und weiterhin halt erwarten. Also grün ist definitiv da. Und Fahrt erwarten. Jo, dann können wir uns befreien. Und dann geben wir mal Gas. Ob wir die 160 einmal schaffen hier. Das ist auch das beste Wetter für so eine Fahrt mit der 103. Sehr schön ausgewählt. Ich mache ja in der Fahrplanfahrt immer dynamisches Wetter an. Das ist dann doch ein bisschen angenehmer, wenn man so ein bisschen überrascht wird. Aber ich glaube, die Fahrt hier ist mit Absicht so angelegt, dass sie bei schönem Wetter stattfindet. Es gibt ja immer wieder Fahrten, die in einem bestimmten Monat nicht fahrbar sind. Wir haben hier unter anderem eine englische Lokomotive, die man auch mal fahren könnte, wenn man wollte. Im Fahrplanmodus. Na, was ist los? Break? Nö. Alles gut. Habe ich immer so ein bisschen meine Befürchtung, dass dann die Unreal Engine crasht. Aber in diesem Fall alles nochmal gut gegangen. Wie gesagt, das passiert. Ich bin da auch nicht wütend drüber.
wenn wir an die Größe vom Spiel denken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für eine Engine SCS für den Eurotruck Simulator benutzt, weil dort läuft das ja nochmal ein bisschen anders. Das ist ja alles ein bisschen flüssiger, obwohl wir eine größere Karte haben insgesamt. Ich glaube, die haben eine eigene Engine. Und die ist auch schon Asbach uralt, die Engine, muss man auch dazu sagen, ne? ETS ist ja jetzt auch schon 12 Jahre alt. Noch 16 Kilometer. 14 Minuten habe ich noch Zeit. Das sollte machbar sein. So aber nicht. Alter, warte hin. Oh, E-Bremse regelt. Oh, guck mal, ist schon wieder auf grün umgesprungen da vorne. Ich sehe es schon. Dann warten wir wieder auf die 5 Bar. Die haben wir. Und dann kullern wir ja erstmal hinterher hier. Schön brav quittieren, nicht vergessen. Macht's besser als der Rama. Es ist eklig, von sich selber in der dritten Person zu sprechen. Und jetzt achten wir mal drauf, ob wir nochmal ein Signal nach Arma am Bahnsteig bekommen. Das wäre ganz nett hier an der Stelle. Bis jetzt habe ich noch keinen entdeckt. Ist auch keiner. Da kommt einer, oder? Ja, da kommt ein Nachahmer. Er sagt aber Fahrt. Hat auch keinen gelben Rahmen. Das heißt, wir haben auch keine Zwangsbremsung zu erwarten. Ich lasse trotzdem erstmal noch rollen, bis ich das nächste Vorsignal sehe. Weil ich will den jetzt da vorne ein bisschen wegfahren lassen. Vorausschauendes Fahren und so. Ah, das sieht mir. Ist das? Nee, das ist die Rückseite von Gegensignal. Aber wir warten ab, bis wir das nächste Vorsignal sehen. Ich lasse den da vorne einfach gemütlich wegfahren. Ich glaube, kurz vor Wiener Neustadt wird es ja eh nochmal viergleisig. Da fährt er ja dann auf der S-Bahn-Linie, oder? Genau, hier oben. Das sehen wir gleich. Oh, Hauptschalter aus, erwarten. Und der hier auch noch, habe ich ganz vergessen. Leistung ist auf 0. Dann machen wir den Hauptschalter aus.
Ah, da, was ich gesagt habe, hier hört man noch richtig schön, wie der Hauptschalter einfliegt und rausfliegt oder auch wieder reingedrückt wird. Das hört ihr jetzt auch gleich nochmal. Das macht richtig schön Klack. Bei den neueren Lokomotiven ist das nicht mehr ganz so krass. Und bei der Vectron, wie gesagt, auf Führerstand 2 hört man es eigentlich gar nicht mehr. Haben wir schon wieder Strom? Jawohl. Und ganz wichtig, wenn ihr den Hauptschalter an- und ausmachen müsst, dass ihr dann nicht mit der dynamischen Bremse bremst und auch keine Leistung aufgeschalten habt. Ich meine, jetzt im Spiel passiert da natürlich nichts, aber in der Realität würdet ihr damit dann unter Umständen die Lokomotive kaputt machen. Ah, ich sehe das Signal nicht. Ne, ist grün, oder? Nee, Fahrstufe will ich gar nicht reinmachen. Sondern den da raus. So. Ruckelt immer sehr unangenehm, wenn man den Hauptschalter ausmacht und noch Leistung aufgeschalten ist oder die E-Bremse noch drin ist. Macht der ein oder andere Azubi, der relativ frisch ist und das noch nicht weiß, die machen das hier nur wieder mal, weil sie einfach, das kenne ich auch noch aus eigener Erfahrung, wenn man die ersten Male so eine Eisenbahn fährt, da ist man teilweise doch ein bisschen überfordert, weil es so viel gleichzeitig zu machen ist. Also wenn ihr Multitasking nicht könnt, dann werdet Lokführer, da lernt ihr es definitiv. Jetzt sind wir bei der Stunde 3 angekommen. Schwierig, schwierig. Dann warten wir das nächste Hauptsignal noch ab. Gucken wir uns hier mal voraus. Da fährt sie. Vermutlich können wir fast schon wieder Gas geben. Jetzt versuchen wir nochmal die 160 zu erreichen. Der Zug hinten dran ist natürlich für die 103 ein Witz, ne? Schade, dass ich in einem Alter bin, dass ich die 103 im Dauerverkehr eigentlich nicht mehr erlebt habe. Bin dann eher von der 120. Dann von der 101 geprägt. Die 120 habe ich noch sehr oft gesehen, aber die 103 bin ich schon fast gar nicht mehr.
haben wir noch 8 Promille Gefälle, also da braucht ihr nicht auf 160 hochbeschleunigen. Eher vorher abschalten, als dass ihr dann irgendwann viel zu schnell werdet. Bei den Altbaulokomotiven müsst ihr wirklich vorausschauend fahren. Die 155, die hier, die 143, die 112, die 110, das sind alles so Lokomotiven, wo ihr echt im vorausschauend fahren müsst. Mit dem Taurus, der uns gerade entgegengekommen ist, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da passiert nicht viel. Und jetzt heißt es gleich Hardcore bremsen. Das wird die E-Bremse alleine 3,7 Kilometer ein bisschen rollen lassen, können wir noch. Die 150 haben wir. Und da kommt auch schon unser Bahnsteig im Blick. Alter Warten mal wieder. Ne, Langsamfahrt erwarten ist es. Da, wir fahren mit 60 in Wien nach Neustadt ein. Ah, wir müssen noch ein bisschen mehr bremsen, Freunde. 23 Sekunden haben wir nur. Na, dann kommen wir mit den 70 Minuten doch hier gerade hin, ne? Würde ich behaupten. Hauptsignal sollten wir die 60 auch haben, ne? Die dort verlangt sind. Auch wenn das Spiel wieder lustig was von der Weiche erzählt. Aber wie gesagt, das liegt halt einfach daran, dass der anschließende Weichenbereich hier im Spiel ein bisschen anders geregelt ist. Was wahrscheinlich auch einfacher wäre, als wenn man es nach der Realität abbilden würde. Was natürlich aber trotzdem wiederum schöner wäre für alle euch... von euch da draußen, die ja realistisch spielen wollen. Aber ich sage immer, Trains and World ist nicht der Eisenbahnsimulator, den ihr euch nehmt, wenn ihr richtig ernst Eisenbahn spielen wollt. Sondern der Simulator, der ist an Hardcore-Eisenbahner genauso gerichtet wie an Leute, die sich einfach abends mal hinsetzen wollen und einfach mal Bock haben, einen Zug zu fahren. Ich vergleiche ja immer so TSW und Susi ist so ein bisschen wie Omsi und Bus-Simulator. Oder The Bus kann man jetzt inzwischen ja auch ganz gut als Beispiel da nehmen. Omsi ist für die, die richtig, richtig hardcore Bus fahren wollen. Und The Bus ist für die, die einfach nur mal Bock haben, nach dem Feierabend abends nochmal einen Bus zu fahren. Und da sind wir wieder Neustart. Liebe diesen Bahnhof hier und vor allem diese Teils, die unten im Keller sind. Liebe ich. So, da haben wir jetzt einen Nachahmer, den quittieren wir. Der zeigt uns immer noch Halt an. Und dann... Ah, Schnellbremsung wollte ich jetzt gar nicht. Vollbremsung hätte gereicht. Ja, keine Punktlandung, aber wir sind auf jeden Fall im Bahnhof. So, Ziel wurde erfüllt. Die Türen entriegeln wir noch. Dann sind wir genau bei 70 Minuten jetzt hier mit Abmoderation bei 71 Minuten, vielleicht 72, ich weiß es nicht, je nachdem wie lange die Fahrgäste brauchen zum Einsteigen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir gehabt hier auch bei DTG auf dem offiziellen Kanal und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dann wieder mit dabei. Die Kollegen aus dem Partner- und Ambassador-Programm, die werden jetzt die nächsten Tage auch nochmal das ein oder andere Video hier zeigen.
Da dürft ihr natürlich auch sehr gerne zuschauen. Da freuen sich alle drüber. Und dann, hoffe ich, dass der ein oder andere vielleicht sogar den Weg auf meinen Kanal findet. Einfach, wie gesagt, oben Ramagani eingeben. Und dann wünsche ich euch allen jetzt noch einen angenehmen Abend und hoffe, ihr habt Spaß mit weiterem Content hier auf dem Kanal. In dem Sinne, reingehauen. Tschüss.